Zeit, um zum Spielbeginn ins Stadion abzugeben. Es ist hier so laut, René, dass ich dich kaum verstehen kann. Die Spieler da unten auf dem Platz müssen total durchgeweicht sein. Auch Manni Breukmann hier neben mir sieht nicht gerade begeistert aus. Ein interessantes Spiel erwartet uns heute. Der Regen wird den Spielern nicht viel ausmachen, doch der Platz, der könnte stellenweise ein bisschen langsam werden. Hoffen wir einfach mal auf jede Menge Action. Geschickt beginnt er da mit dem Ballon. Ball aus. Wunderbar. Und das gibt Freistoß. Kein Überblick bei diesem Pass. Schafft er es bis ganz nach vorne, da wirkt er die ganze Zeit sehr sicher. Ausgezeichnet gepasst. Es ist die gelbe Karte. Und diesen Moment der Unbeherrschtheit wird er noch bereuen. Da lässt er ihnen keine Chance. Sich den verloren gegangenen Ball. Erfolg ist der Ball weg. Und keine größeren Probleme hier für den Torhüter, sich den Ball zu nehmen. Der Ball klebt ihm fast am Fuß. Kann er daraus womöglich noch ein Tor machen? Nur der Torhüter steht noch vor ihm. Guter Kopfball aus dem Strafraum.
Genau, richtig gesagt. Ausgezeichnete Ballbehandlung. Der sah so aus, als würde er reingehen. Aber der Torhüter verhindert das mit einer tollen Aktion. Das wird ihm Spaß machen, wenn er das nochmal im Fernsehen sieht. Ausgezeichnet gepasst. Oh, und damit muss er runter. Keine wirkliche Überraschung, denn er hatte ja bereits gelb gesehen. Hier steht es 1:0 und die Spieler gehen in die Kabine zur Halbzeitpause. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit ganz anders wird. Keine Mannschaft ist bisher kreativ genug. Jetzt wird noch die eine oder andere ausgetauscht. Der Schiedsrichter lässt die zweite Halbzeit beginnen. Schauen wir mal, was diese 45 Minuten bringen. Clever gespielt mit der Hand. Einwandfrei der Pass. Schön, wie er da den Ball kontrolliert. Und es gibt ein. Ausgezeichnete Ballkontrolle. Solider Pass. Und der Ball landet im Aus. Einwurf. Er schafft es nicht, den Ball zu halten. Ohne Problem. Und soeben ist der Schuss im Abschluss. Gut angenommen mit der Brust. Hervorragender Pass. Und keine größeren Probleme hier für den Torhüter, sich den Ball zu nehmen. Dieser Schuss war einfach zu stark. Da konnte der Torhüter nichts mehr machen. Gut gemacht. Es schafft nicht genug Raum für den Schuss und ließ den Torwart einfach stehen. Und damit haben sie den verlorenen gegangenen Ball. Ausgezeichnete Ballbehandlung. Und wir bekommen heute eine ausgezeichnete Abwehr zu sehen. Viel Überblick gewesen. Damit ist der Ball weg. Thank you.
Schöner Pass. Ganz ruhig dort am Ball. Kann er daraus womöglich noch ein Tor machen? Langer, präziser Pass. Tolle Ballbahn. Brillant, wie er den Ball kontrolliert. Er scheint sehr couragiert an hier vom Torhüter. Nimmt den Ball dem Stürmer vor den Füßen. Jawohl, das hat der Torwart hervorragend gelöst. Nun, das war ein ausgezeichnetes Spiel mit der neuen Action. Ich bin mir sicher, da werden Sie mir zustimmen. Natürlich sind wir beim nächsten Mal wieder mit Top Fußball-Action dabei und hoffen, dass auch Sie dann wieder Zeit finden. Wir alle hier im EA Sports Studio wünschen Ihnen... Zeit für den Beginn der Action und damit gebe ich ab ins Stadion. Ich hoffe, du kannst mich trotz des ohrenbetäubenden Lärms hier im Stadion hören, René. Das Wetter am heutigen Tag ist nicht gerade berauschend. Was meinst du, Manni? Danke, Tippi. Der Platz sieht nach dem Regen ein bisschen mitgenommen aus,
Die Pässe, die werden heute schwierig. Gucken wir mal, wie es läuft. Für ein Selbstvertrauen am Ball. Er verliert den Ball. Tolle Ballung. Keine Herausforderung dieser Schüsse. Ausgezeichnete Ballkontrolle. Und keine größeren Probleme hier für den Torhüter, sich den Ball zu nehmen. Er hält den Ball nicht unter Kontrolle. Das sieht vielversprechend aus. Normalerweise hätte er das Tor ohne Probleme gemacht. Und soeben ist noch ein Schritt. Damit haben sie den verloren gegangenen Ball. Schöne Unterbrechung, denn das sah nicht ungefährlich aus. Langer Pass. Bislang haben wir noch keine Tore gesehen. Und bis zur Halbzeit, die nicht mehr lange auf sich warten lässt, wird wohl auch keins mehr vor. Freistoß, ganz klare Entscheidung. Mal sehen, ob sie aus dieser Situation was machen können.
Das ist der Halbzeitpfiff. Und im Moment trennen diese beiden Teams noch kein Tor. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es bisher noch keine Tore gegeben hat. Ich erwarte zwar noch ein paar Tore, aber Verteidiger sind ziemlich gut in Form. Die Fans hoffen auf noch mehr Action in der zweiten Halbzeit. Ja, hier war schnelles Denken angesagt. Toll ausgeführt, der Pass. Ausgezeichnete Ballbehandlung. Schön ausgeführt. Was für ein Treffer. Ein Spitzentor. Ja, und dann kriegen sie die Rechnung. Ein nachlässiger. Schiedsrichter entscheiden auf Freistoß. Einwandfrei der Pass. Solider Pass. Da stand er gut. Er hat fantastisch gehalten. Ja, das hat der Torwart gut gemacht. Ausgezeichneter Kopfball. Ein langer Pass, der sich gelohnt hat. Der Ball wird übergelaufen. Und der Torhüter macht den Abschluss. Gut gespielt. Der unparteiische Entscheidung auf Freistoß. Hervorragender Pass. Es gelingt, dazwischen zu gehen. Thank you.
nimmt sich den Ball. Zeit für den Beginn der Action und damit gebe ich ab ins Stadion. Die Fans hier warten schon ungeduldig auf den Anpfiff. Jetzt schneit es hier auch noch. Was glaubst du, wie das Spiel beeinflussen wird, Manni? Danke, Töppi. Fußballspielen im Schnee macht nie besonders viel Spaß. Mal gucken, wie die Spieler sich heute hier schlagen. Pfeift an und damit beginnt das Spiel. Überzeugender Alleingang mit dem Ball. Und der fliegt über die Latte hinweg. Das war der Abschluss. Geht's hier weiter mit dem Spiel. Da musste sich der Torhüter noch nicht mal bewegen. Selbstvertrauen. Schön mit der Brust angenommen. Schöner Fußball. Nimmt sich den Ball. Sie holen sich den verloren gegangenen Ball. Da hätte er mehr draus machen können. Und das weiß er. Platz gut aus. Der Ball ist weg. Kann er daraus womöglich noch ein Tor machen? Schöner Pass. Sehr präzise der Pass. Brillant, wie er den Ball kontrolliert. Gute
macht das mit links. Hervorragender Pass. Er sieht die gelbe Karte. Und von nun an wird der Schiedsrichter ein wachsames Auge auf ihn haben. Gerade noch mit den Fingerspitzen gerettet. Sensationell gehalten. Er wird seiner Abwehr nicht gerade dankbar sein, denn sie ließen das Tor opfern wie ein Scheunentor. Er verliert den Ball. Schafft er es bis ganz nach vorne? Er köpft den Ball gut weg. Schön geführt. Da hat er nicht getäuscht. Lockere Torbüchigkeiten bekommt er nur noch selten. Ausgeführt, der Pass. Und das geht noch ein. Die Mannschaften verlassen den Platz. Bislang trennt sie nur ein Tor. Hoffen wir auf einen schönen Kampf in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit ganz anders wird. Keine Mannschaft ist bisher kreativ genug für den Tor. Jetzt wird auch die eine oder andere Auswechslung. Zuschauer haben zu Beginn der zweiten Halbzeit auch wieder Platz. Freistoß. Da hat sich der Schiedsrichter wohl von den Zuschauern beeinflussen lassen. Das sieht vielversprechend aus. Einwandfrei der Pass. Ball wird übergeleitet. Langer Abstoß von vorne. Ein erfolgreicher langer Pass. Einwandfrei der Pass. Ihm fehlt es noch ein wenig an Präzision. Überzeugender Alleingang mit dem Ball. Kaum
muss sich der Torwart noch nicht mehr von der Stelle bewegen. Sie holen sich den verloren gegangenen Ball. Hervorragender Pass. Ausgezeichnete Ballkontrolle. Und mit was für einer Wucht schießt er den Ball ins Tor. Torwart sah nicht so aus, als ob er den halten wollte. Und ehrlich gesagt, machen wir noch keine Probleme bei diesem Tag. Damit haben sie den verloren gegangenen Ball. Überzeugender Alleingang mit dem Ball. Er hebt den Ball mit der Hacke. Entschlossener Alleingang. Geradewegs in Richtung des Torwarts. Kein Problem für ihn. Und es gibt Abschluss. Phasenweise war es ganz schön knapp. Ich dachte, sie würden den Ausgleich noch schaffen.